Tag, hier ist der Gusor wieder. Ihr seht es im Log. Ihr wisst es natürlich nicht. Ich sag's euch jetzt: Der Adrian hat es gerade geschafft. Er schrieb Juhu und ich denke: Juhu, Juhu, Juhu. Er kam mit 3180 Pokis rein, hat angefragt und sagte: Hey, komm, ich will hier in dem Clan in Champ gehen. Und ich war zu dem Zeitpunkt bei 1330. Jetzt bin ich kurz davor und mir juckt schon richtig, richtig das Fell. Und dann will ich natürlich sehen, wie der Adrian abgeliefert hat. Und ich will euch natürlich auch dabei haben, wenn ich es eventuell auch schaffe. Ja. Klar, logisch. Da wird natürlich dann auch mal eine Ausnahme gemacht und wird dann natürlich gleich dieser Angriff mit ins Video reingenommen. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass ich das natürlich auf der Reihe kriege. Wäre natürlich episch, fail-mäßig, wenn das Ding in die Hose geht, klar. Aber dann, wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich überhaupt in Champ bin, beziehungsweise auch in der Nähe von Champ. Das Beste vorher waren 2700 noch was. Ich hatte ja kurz bevor ich die Challenge mit Fred gemacht habe, mit Mr. Mobile Fanboy, habe ich ja auf Meister gepusht. Dann habe ich mir ja extremst fallen lassen ins, na nicht ins Sub 200, aber kurz davor. Und dann bin ich nie wieder in den Bereich gegangen, weil ich mir gesagt habe, das brauche ich nicht. Das ist einfach unnötig. Und dann dachte ich mir jetzt, ja, gehst du weiter nach oben, weil der Loot gerade doof ist. Und alle sagten, oh ja, hier Kristall und oh Meister und so weiter und so fort. Und habe ich das gemacht. Und ja, dann war ich halt, sage ich jetzt mal kurz davor, dass man sagen könnte, gut, okay. Und dann dachte ich auch, gut, okay, komm, lass jucken. Jetzt wollen wir es wissen, halt klar. So, jetzt muss ich gucken. Zwei Einheiten würde ich gerne rausnehmen. Dann. Ja, genau, da ist es. Da sehen wir es, was los ist. Und jetzt würde ich sagen, lass rocken. Ich skippe euch wieder raus und dann seid ihr wieder dabei. So. Ich glaube, das war's. Ja, Town Hall draußen. 33 Pokis. Ich brauche noch 7. Das war's, Leute. Ich danke euch für die gesamte Zeit. Vielen, vielen Dank. Ich werde jetzt hier 7 Bogies droppen für die 7 Pokies, die ich noch brauche. Und das war's. Ich bin raus. Ich bin Champion. Und vielen Dank für die gesamte Zeit, die ihr bis jetzt mit mir verbracht habt. War mal eine grundsätzlich richtig, richtig geile Kiste. Und ich glaube, ich hätte sonst auch so lange höchstwahrscheinlich das Spiel nicht gespielt. Und jetzt zeige ich euch noch einen Queen Walk. Und ich glaube, jeder weiß, dass das die Erfüllung von jedem Queen Walk ist. Und
Wie gesagt, den widme ich euch, meinen Abonnenten. Ja, vielen Dank, dass ihr das wirklich mit mir bis jetzt so weit durchgezogen habt, dass ihr einfach zu mir gehalten habt, dass ihr halt einfach immer mehr geworden seid. Und wie gesagt, wegen euch mache ich das, weil es einfach Spaß macht, weil ihr einfach richtig cool dabei seid und weil ihr einfach meine Videos feiert. Und ja, vielen, vielen Dank. Und ich würde mal sagen, ja, da kriegt der Gegner nochmal richtig gut einen auf die Nase. Und ja, Champ. Champ. Ja, ist schon eine ziemlich, ziemlich geile Nummer. Und da wird die Queen unsichtbar. Ta, 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 ta. Jetzt bin ich offiziell Champion. Und ich freue mich wie ein kleiner Cola-Keks. Nächstes Level. Ah, ich wollte gerade sagen, wo sind meine Gems? Aber die werde ich gleich einlösen. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Also ihr seht halt wirklich, ja, man freut sich. Krasses Gerät. Richtig, richtig geil. Bam. Ja, ziemlich, ziemlich geil. Schnell der Thanks. Klar, kriegen wir hin. Und jetzt muss ich natürlich. Und er schreibt auch Bam. Sehr geil. Sehr geil. Okay. Ja, gucken wir mal. Ah ja, okay. Ja. Also. Die so vom Base-Layout halt ähnlich wie es King O hat. Und ist natürlich auch eine coole Nummer hier zum. Oh, sehr geil. Wie es die zersplasht hat, auf jeden Fall. Richtig, richtig geil. Ich meine, ich hätte natürlich nicht so eine Materialschlacht gemacht. Ich hätte einfach meine Queen gezückt. Ihr habt es ja gesehen. So geht's halt. Aber einwandfrei. Dann halt einfach durchgemetzelt. Und dann, ja, 20%, dann 20 Sekunden. Dann sieht man ja auch, da passiert jetzt nicht mehr viel. Aber auch an Adrian halt nochmal. Geiles Ding, geiles Ding. Ja, ist eine gute Frage. Also ich könnte mir jetzt gut vorstellen. Ja, vielen, vielen Dank. ich könnte mir halt gut vorstellen, halt jetzt logischerweise D-Alex wieder raus. Und jetzt halt wirklich alles, was ich sozusagen zuvor rausgeballert habe, an D-Alex natürlich jetzt wieder mitnehmen. Klar. Ich. Na, ein Drache sogar noch. Geiles Teil hier. Oh, ich, ja, ihr seht es gerade, ich bin halt wieder ein bisschen sprachlos. Sorry. aber nichtsdestotrotz geht es natürlich weiter. Und zwar immer wieder direkt ins Gesicht. Ich skippe euch gleich nämlich nochmal. Und dann wollen wir gleich nochmal was sehen. Weil jetzt geht es darum. Jetzt habe ich es geschafft, klar. Ich guck mal. Titan, nein, ganz ehrlich, ich kann mich gut einschätzen und ich überschätze mich nicht gerne. Und jetzt kann ich halt wirklich gucken, egal was los ist, wenn man halt wirklich geilen Loot hat. Ich meine, 2K ist natürlich nicht schlecht, dafür würde ich aber ungern jetzt meine Pokis gleich wieder wegwerfen. Da muss man halt gucken, dass da kann man halt sehen, wenn ich jetzt irgendwo wirklich 3K bekomme, die ich ganz easy snacken kann, dann nehme ich die gerne mit. Und ansonsten hat man halt wirklich die Möglichkeit jetzt zu sagen, gut, okay, ja, nehme ich mit, nehme ich nicht mit. Und dann passt das. Ich skippe euch wieder raus. Sehr geil. Jetzt, wo ich es geschafft habe, kriege ich auch mal so einen Gegner. Sehr geiles Ding. Hier logischerweise richtig Loot am Fackeln. Und zwar 35er Queen auf jeden Fall, aber von hier aus gehe ich rein, nehme halt das Gold mit, klar. Und dann geht das los. Und zwar so richtig.
Ja, genau, so richtig, wenn die Mauerbrecher erstmal schön kaputt gehen. Ich weiß, war ein bisschen gespammt, egal. Wir haben's doch. Wir haben's doch. Wir ragen den King. Also, ein Rage auf den King, so. Und jetzt hau ich die ganzen Heiler raus. Achso, ich sehe gerade. Die Queen wäre mir jetzt fast down gegangen. Was ist denn hier kaputt? Hab ich nicht ganz aufgepasst. Achso, die ganzen Heiler sind auf den King raufgegangen. Okay, dann soll der sich vergnügen. Und wäre ja fast ordentlich in die Hose gegangen. Ich würde mal sagen, ich habe mich ausgetobt. Das passt auf jeden Fall. Ich hau hier, glaube ich, noch. Na, der. Na, bringt der Rage noch was hier? Ah ja, jetzt rennen sie rüber. Ja, der letzte Heiler, Bam, wird auch noch zerschnetzelt. Aber das ist doch ein cooler Gegner gewesen. Ich meine, ich habe voll gefailt. Na, was heißt voll gefailt? Ich meine, ich habe das Dunkle gezogen. Das passt schon. Und dann kann man damit auch leben. Na, richtig cool. Knapp 3k mit einem Angriff. Dann stelle ich jetzt meine Base um. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ach so, natürlich, ja, ihr seid natürlich dabei. Ich hole mir zack. Richtig geil, richtig geil. Sogar noch gleichen Level up. Alter, das ist die Folge, das ist wirklich die Folge bis jetzt überhaupt. Ever. Richtig geil. Jetzt Bauhütte. Ressourcen müsste sie sein. Ja. Bauhütte gönnen wir uns. GWU, würde ich sagen. Bin wieder da. Einwandfrei. Richtig cooles Ding. Richtig cooles Ding. Ich überlege halt, ob ich wirklich jetzt armeetechnisch alles umstelle. Da bin ich noch ein bisschen am Feilen. Mal gucken. Und dann war's das. Also, vielen Dank nochmal an alle Abonnenten für die coole Zeit. Jetzt werdet ihr eine Weile lang nichts von mir hören oder sehen, weil halt der Urlaub ansteht. Eine Woche lang vielleicht immer mal hier und da ein Vlog kann sein. Aber ansonsten, wie gesagt, eine gechillte Zeit. Guckt euch einfach nochmal alte Videos an, schreibt was drunter, wie ihr das fandet, wie ihr den Unterschied zwischen jetzt und früher findet, was. Wenn ihr seht, oh, das und das war ein echt cooles Video, schreibt einfach mal runter, gebt einen Daumen nach oben. Weil, wie gesagt, es sind ja mittlerweile schon einiges an Videos auf dem Markt bei mir. Und das würde mich richtig freuen. Das war's. Haut rein. Ciao, ciao und bleibt so. Ciao.